Ja, im letzten Vortrag hören Sie wieder einen Beitrag aus der Automobilzuliefererindustrie. Ich werde Ihnen nichts über Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg erzählen, komme aber aus Nürnberg, von Continental, leite dort das Werk und den Standort und kurzen Überblick, was ich Ihnen darstellen werde. Natürlich ein bisschen was zu Continental, unsere Produkte, damit Sie wissen, mit was beschäftigen wir uns. Wie kommen wir zu der Verbesserungskata? Wir kommen natürlich aus einem Großkonzern. Ein Großkonzern hat auch Programme, hat auch Werte. Wie haben wir das zusammengebracht? Wie sind wir zur Verbesserungskata gekommen? Was tun wir in Sachen Operational Excellence? Das haben wir heute auch schon gehört. Gute Prozesse, gute Ergebnisse, gute Mitarbeiter, gute Führung. Und dann Praxisbeispiele für unsere Verbesserungskata. Ich werde Ihnen eines unserer erfolgreichsten Projekte vorstellen, aber natürlich auch die Herausforderungen, die wir schon gehört haben. Sei es Achterbahn, sei es der ein oder andere Rückschlag, auch diese Herausforderungen haben wir und auch von denen werde ich berichten. Vielleicht kurz ein paar Worte, wo komme ich her? Continental-Konzern verbindet man immer mit Reifen. Der Continental-Konzern ist ein Automobilzulieferkonzern mit knapp 170.000 Mitarbeitern, 32,7 Milliarden Euro Umsatz. Besteht im Wesentlichen aus 5 Bereiche. Einen Reifenbereich, dann einen technischen Kunststoffbereich, einem Chassisbereich für Chassisprodukte für die Kfz-Industrie, einem Interiorbereich für das Innenleben von Fahrzeugen und einen Powertrain-Bereich, das ist der Antriebsstrang, da komme ich her. Dort werden Elektroniken für das Motormanagement gemacht. Was ist das ganz konkret? Wir beschäftigen uns in Nürnberg mit Getriebesteuerungen, Getriebesteuerungen für variable Getriebe, für Automatikgetriebe. Sie sehen hier den Wackel-Elvis. Der Wackel-Elvis ist ein bisschen vielleicht den einen oder anderen noch bekannt. Der war mal in der Werbung sehr berühmt. Das heißt, wenn Sie einen Handschalter fahren, dann hat der da immer so einen Hüftschwung und wackelt da hin und her, dass man denkt, der bekommt gleich einen Hüftschaden. Wenn Sie ein Automatikgetriebe oder ein variables Getriebe fahren, dann hat er den nicht mehr, dann ist er ganz ruhig, ist ein entspanntes Fahren. Das heißt, mit dieser Elektronik beschäftigen wir uns. Dann kann man sich da vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen. Wir bauen auch noch Leistungselektroniken für Hybrid- und Elektroantriebe. Also Leistungselektroniken schalten die Ströme für Elektroantriebe im Fahrzeug. So viel zu unseren Produkten, ist alles sehr elektroniklastig und ist Automobilzulieferindustrie. Wir sind ein Großkonzern. Ein Großkonzern hat natürlich auch Werte. Ein Großkonzern hat auch eigene Programme. Und es ist sehr wichtig und es war uns sehr wichtig, in diesen Werten unsere Mitarbeiter mitzunehmen. Wir sehen hier unsere vier Werte: Vertrauen, Gewinnermentalität, Freiheit und Verbundenheit. Und wenn man mit einem neuen Programm kommt, so wie mit der Verbesserungskata, sagen natürlich viele Mitarbeiter schon wieder was Neues. Wir haben das ja schon ein paar Mal von meinen Vorrednern gehört, wieder was Neues, wieder ein neues Programm. Wir haben es in Verbindung gebracht, denn auch diese vier Werte stehen sehr gut in Verbindung mit der Verbesserungskata. Sie brauchen für das Coaching Vertrauen, Sie brauchen Verbundenheit. Wenn Sie das nicht haben, wird kein Coaching funktionieren. Sie brauchen Gewinnermentalität, Sie müssen herausfordernde Ziele definieren. Das ist Gewinnermentalität. Und Sie brauchen Freiheit. Freiheit müssen Sie Ihren Mentees und Ihren Coaches lassen, auch als Führungskraft. Die müssen ihre Versuche durchführen. Wenn jemand seinen Versuch nicht durchführen kann, wenn er erst 5 Unterschriften bis hin zum Werkleiter benötigt, dann wird das nie funktionieren. Sie müssen dem Mitarbeiter die Freiheit geben, direkt vor Ort den Versuch durchzuführen. Deshalb ist das ganz, ganz wichtig und deckt sich das auch mit wesentlichen Ansätzen in der Verbesserungskata. Natürlich haben wir nicht nur das, sondern natürlich haben wir auch noch ein Continental Business System, aber auch das geht in die Richtung Kundennutzen, schlanke Prozesse und dem Mitarbeitervertrauen. Auch dort gibt es viele Handlungsfelder, da will ich nicht näher drauf eingehen, aber all diese Handlungsfelder führen eigentlich immer zu dem gleichen Ergebnis. Wir wollen gute Prozesse, gute Ergebnisse, gute Mitarbeiter und gute Führung. Und wir kommen historisch betrachtet auch natürlich aus all den Schulungen. Das heißt, auch wir haben zum Thema Operational Excellence Methodenkompetenz, Fachkompetenz,
und natürlich auch Sozialkompetenz geschult. Auch wir haben viele Methoden, Lean-Methoden, Value-Stream-Mapping als Methode geschult. Auch wir haben sehr viel Fachkompetenz vermittelt, Problemlösungsmethoden und auch Sozialkompetenz vermittelt. Aber bei all diesen Methoden, die wir vermittelt haben, hat uns so ein Element noch ein bisschen gefehlt. Das Element, das hier diesen Gewinnertypen hier darstellt, diesen Motivierten. Und das haben wir so vor einem Jahr mit dem Herrn Aulinger definiert als die Verbesserungskarte. Das hat uns da fasziniert. Wir hatten, ja, ich glaube im Dezember, Anfang Dezember letzten Jahres, haben wir dann beschlossen, vorher ab Oktober hatten wir mehrere Trainings besucht, haben wir beschlossen, die Verbesserungskarte einzuführen. Was hat uns besonders daran begeistert? Die Verbesserungskarte ist zielgerichtet. Also sie ist extrem fokussiert. Und wir haben in der Vergangenheit häufig in unseren Teams festgestellt, wir neigen zu Kompromisslösungen. Vor allen Dingen, wenn wir in Teams starke Parteien haben, dann haben wir nicht die beste Lösung häufig gefunden, sondern manchmal auch eine Kompromisslösung. Und das ist natürlich durch die eindeutige Zieldefinition eigentlich ausgeschlossen. Es ist hochfrequent, es ist eine 1:1 Beziehung und deshalb natürlich auch, man erreicht Ziele schneller. Und diese disziplinierte Vorgehensweise, was wir gesehen haben, verändert den Mindset, eigentlich die Einstellung unserer Führungskräfte. Auch wir haben natürlich Bedenkenträger, auch wir haben Motivierte, die sehr schnell auf das Thema angesprungen sind, wir hatten natürlich auch Bedenkenträger. Aber durch dieses kontinuierliche Wiederholen immer der gleichen Routine hat man doch dieses gemeinsamen Mindset entwickelt und auch gefördert. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil man erlebt die Achterbahn. Auch wir haben die Achterbahn erlebt und ich werde auch bei dem Thema Herausforderungen noch ein bisschen dazukommen, was wir da alles erleben konnten. Ich möchte Ihnen jetzt noch mal ein bisschen ein Beispiel geben, ja, ein Beispiel für ein erfolgreiches Cutter-Projekt. Das Beispiel ist ein Beispiel aus der Produktion, eigentlich ein sehr banales Beispiel. Wir stellen eine Elektronik her, indem wir eine Leiterplatte auf eine Grundplatte kleben, die dann verbinden mit den Außensteckern, nochmal einen Verguss aufbringen und dieses Verbinden, da müssen wir zweimal aushärten. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Beispiel und vielleicht können wir jetzt... So, vielleicht kann ich dazu doch noch ein bisschen was sagen, vorweggenommen, bevor wir es sehen. Alle die Mitarbeiter, die das Ganze gemacht haben, also bis auf den Coach, den Roland Wurm, waren vorher vollkommen unberührt von Cutter. Es waren Vorentwickler dabei, es waren Prozessentwickler dabei, es waren Industrialisierungsspezialisten dabei. Jetzt sehen wir das hier. Können wir ohne Ton machen, damit ich was dazu sagen kann. So, also hier sehen wir, wir wollen den Energieeintrag verhindern. Zielzustand ist nur 15 Minuten bei 140 Grad auszuhärten. Das ist der Zielzustand. Wir bauen das Ganze dementsprechend auf. Wir sehen hier, wir bringen den Kleber auf, dann eine Elektronik wird platziert, die wird angedrückt, anschließend wird elektrisch verbunden, es kommt noch ein Gel drauf und dann wird 15 Minuten ausgehärtet bei 140 Grad und noch ein Deckel drauf geschweißt und dann ist das ganze Produkt fertig. Eigentlich ein einfaches Vorgehen. Wie machen wir es bisher? Wir kleben zuerst die Leiterplatte, härten dann 45 Minuten aus und am Schluss, wenn wir das Gel dispensen, härten wir nochmal 45 Minuten aus. Das heißt, wir haben 1,5 Stunden, also 90 Minuten und wir wollen auf 15 Minuten gehen. Was sind die Herausforderungen? Wir brauchen natürlich einen neuen Kleber, wir brauchen eine neue Verbindung zwischen Grundplatte und Leiterplatte und wir brauchen auch neue Prozessparameter. Da sehen wir mal wieder das Team dazu. Also das sind die Kollegen von der Entwicklung, von der Industrialisierung und für viele davon war die Cutter-Methode neu. Wenn wir jetzt hier weitersehen, hier
sehen wir die einzelnen Coaching-Sessions ein bisschen, wie sie das durchgeführt haben, sowohl vor Ort als auch im Büro. Rechts hier der Kollege ist der Projektleiter, der war natürlich auch skeptisch, das ist der Bond-Technologe und das sind die Industrialisierer. Alle waren beteiligt, alle waren am Anfang natürlich zurückhaltend, denn das Problem, dass wir die Zeit reduzieren wollen, das kennen wir schon seit 5 Jahren. Das Problem ist uns nicht neu. Aber die Methode ist neu und die Umsetzung, wie wir es angegangen sind, ist auch eine neue. Das heißt, wir haben immer wieder den nächsten Schritt geplant, wir haben immer wieder das nächste Hindernis definiert und wie können wir das Ganze umgehen. Das Team hat das Ganze erreicht, das heißt, wir können jetzt mit einem neuen Kleber, mit einem veränderten Prozess, mit veränderten Prozessparametern 15 Minuten bei 140 Grad aushärten und sparen uns somit die 75 Minuten bei 140 Grad. Ist natürlich eine Reduzierung des Energieverbrauchs und eine Investeinsparung. Das ist ein Cutter-Leuchtturmprojekt, was natürlich extrem motiviert, weil wir es auch interdisziplinär durchführen. Und das Projekt ist so auch inkontinental ausgezeichnet worden, hat auch einen Gold Award bekommen und ist natürlich ganz besonders motivierend für alle. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, auf die nächste bitte. Nichtsdestotrotz haben auch wir natürlich Herausforderungen. Wir haben das ja häufig gehört. Sie sehen jetzt hier oben rechts eine unserer Coaching-Gruppen. Wir sehen hier 4 Coaches, den Herrn Gottwald, den Herrn Volkmann, den Herrn Braun, den Herrn Beutelsbacher, über 4 Wochen. Wie haben die ihre Coaching-Sessions geplant und wie haben sie es wirklich umgesetzt? Und wir sehen hier, war der Kollege in Urlaub, waren sie zu dritt, hier waren sie dann auch zu dritt. So, und hier gab es schon Situationen, da war plötzlich nur einer da. Und dann kommt man in die Schwierigkeit, einer kann natürlich nicht den Prozess verbessern. Das ist absolut unmöglich. Und auch hier sehen wir an diesem Freitag, das war auch ein schwacher Freitag. Und das ist eine der Herausforderungen, die wir haben, die wir von Beginn an haben, die wir jetzt auch noch haben, ist das Thema Zeitmanagement. Das Thema Zeitmanagement ist ganz wichtig. Wir sehen hier, der Herr Gottwald war der Fleißigste, die anderen waren weniger fleißig. Und gut, wir haben hier noch ein kleines Ampelsystem eingeführt, damit man das auch noch ein bisschen motivierend macht. Ist ja genau nach der Vorlage von dem Herrn Aulinger auch. So was haben wir gemacht? Wir haben diskutiert mit der Gruppe, wie können wir das Ganze verbessern? Und es gab auch den Ansatz, ich glaube wie bei Ihnen, wir erweitern die Gruppe auf 5, 6 oder 7 Kollegen. Haben wir lange diskutiert, ob wir die Gruppe erweitern, hatten dann aber auch das Problem, was tun wir, wenn plötzlich 6 Kollegen an Bord sind. Wir haben uns dafür entschieden, im Werk eine Cutter-Hour einzuführen. Das heißt, das sind Zeitfenster, in denen keine Regeltermine stattfinden dürfen. Also das ist am Dienstagvormittag und am Donnerstagnachmittag gibt es einen Terminblocker, der ist von mir als Werkleiter herausgeschickt und in diesem Zeitfenster finden keine anderen Meetings statt. Natürlich kann es Ausnahmen geben, aber die müssen die absolute Seltenheit sein. Und das ist jetzt der Ansatz, wie wir dem einfach begegnen wollen, um diese Gruppen enger zusammenzuführen. Ist aus der Gruppe herausgekommen, waren viele Vorschläge und das war ein Vorschlag aus der Gruppe heraus. Was haben wir noch festgestellt? Wir haben noch festgestellt, es ist gar nicht so einfach, das Ziel zu definieren. Ein herausforderndes Ziel zu definieren, ist schwieriger, als man denkt. Wir haben in den Coaching-Sessions festgestellt, wir müssen häufig die Ziele nochmal definieren. Wir müssen neu definieren. Häufig waren die Ziele noch in unserem Wissensbereich gelegen. Zieldefinition ist gar nicht so einfach. Wir haben immer geneigt, okay, Problem verstanden, muss sofort ein Ziel definiert werden. Das ist schwieriger, als wir denken. Das heißt, unsere Empfehlung da ist, man muss sich Zeit nehmen, um ein Ziel zu definieren. Was haben wir auch gesehen? Auch die Coaching-Cutter ist nicht so ganz einfach. Vor allen Dingen die größte Schwierigkeit bei der Coaching-Cutter war oder ist für uns das eine nächste Hindernis. Das eine nächste Hindernis ist für uns eine Herausforderung, weil wir häufig in der Coaching-Cutter schon beim nächsten Schritt sind. Wir kümmern uns nicht um das eine nächste Hindernis, häufig kümmern wir uns um mehrere Hindernisse oder wir kümmern uns um den nächsten Schritt. Aber um das eine nächste Hindernis kümmern wir uns häufig nicht.
Und ja, so schwer es auch fällt, auch wir haben das ja erfahren müssen, es hilft nur Training, Training, Training und es sind diese 100 Coachings notwendig, denn auch unsere Erfahrung war natürlich im Gleichklang. Man hat mal 10, man hat mal 20, man hat mal 30 Coachings, da muss man doch irgendwann mal fertig sein. Nein, es müssen mehr sein, es müssen mehr Coachings sein, nur dann kommt man zum Erfolg. Die dritte Herausforderung ist die, die Rolle der Prozessverbesserer, auch Handschuhs genannt, speziell in der Toyota-Philosophie. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wer ist für uns Prozessverbesserer, wer verbessert den Prozess. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Prozessverbesserer eigentlich bei uns der Prozessingenieur sein kann, der Schichtleiter, der Einsteller, der Vorgesetzte, der Meister. Wir haben keine eigene Definition von Prozessverbesserern, sondern jeder ist bei uns Prozessverbesserer, auch der Abteilungsleiter. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir feststellen, dass diese Schnittstellenkommunikation besser wird. Also der Testingenieur versteht plötzlich auch, warum Mikrologistik an der Linie so wichtig ist. Früher hat der Testingenieur sich nur um sein Testsystem gekümmert. Wenn das Testsystem funktioniert hat, alles drumherum war ihm gar nicht in seinem Fokus, war ihm gar nicht so wichtig. Jetzt kümmert er sich auch um die Themen, weil er in diesen Coaching-Gruppen einfach und mit unterschiedlichsten Abteilungen zusammenarbeitet. Auch Datenbankspezialisten haben sich nie darum gekümmert, wie wichtig es ist, einen Barcode zu scannen, dass der nicht mehrfach gescannt wird, dass der das erste Mal gleich gelesen wird, weil sonst der ganze Prozess aus dem Takt kommt. Also dort haben wir mit dieser Methode auch über Abteilungen hinweg die Schnittstellen optimieren können und das Verständnis erhöht sich. Und mit dieser Methode wollen wir eben auch diesen gemeinsamen Mindset erreichen. Wir sind in dem Prozess sicherlich nicht die Schnellsten, das heißt, wir arbeiten so seit einem knappen Jahr dran mit 10 bis 15 Coaching-Gruppen, die gesamte Führungsebene, also erste, zweite, dritte Ebene, arbeitet dran und wir brauchen auch noch ein bisschen, auch das haben wir festgestellt, das heißt, es ist kein sehr kurzfristiger Weg, auch das haben wir schon gehört, das heißt, es ist ein langfristiger Weg, den man sicherlich über mehrere Jahre begleiten muss. Wir haben immer noch Spaß dran und natürlich auch viele unserer Mitarbeiter haben Spaß dran und ich denke schon, dass wir langsam erreichen, einfach diesen Mindset zu verändern und das mit Spaß zu verändern und damit schneller auch Ziele erreichen zu können. So viel von meinem Praxisvortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.